Einige Gorillas stemmen Gewichte im Fitnessstudio. Drei weitere Gorillas machen Dauerlauf. Es trainieren 17 Gorillas im Fitnessstudio. Wie viele Gorillas stemmen Gewichte? Das waren die Burschen, die zuerst mit dem Training angefangen haben. Die Gewichtheber waren die ersten. Okay, wie viele Gorillas stemmen Gewichte? Hier ist ein Diagramm. Wie hilft uns das? Wie viele Quadrate sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Quadrate. Diese 17 Quadrate stehen für die 17 Gorillas, die jetzt im Fitnessstudio sind. Das sind die 17 sportlichen Gorillas. Die aktuelle Anzahl von Gorillas. Jetzt sind 17 im Fitnessstudio. 17 Gorillas im Fitnessstudio. Erst waren einige im Fitnessstudio, drei weitere kamen hinzu. Sagen wir mal, diese drei hier machten Dauerlauf. Also 1, 2, 3. Wie viele waren denn da vorher schon da? Wie viele Gewichtheber waren schon da? Alle diese hier müssen schon da gewesen sein. Also, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also 14 Gewichtheber waren schon vorher da. Diese Anzahl steht hier in lila. Drei weitere kamen dazu und laufen nun. Zusammen sind es also 17. Die sind durch die Quadrate dargestellt. Wie viele Gorillas stemmen also Gewichte? Das sind die 14. 14 Gorillas. Ich glaube, die müssen das eigentlich gar nicht trainieren. Du hättest das auch anders rechnen können. Du könntest die Anzahl der Gewichtheber plus 3 Gorillas auf den Laufbändern rechnen und zusammen auf 17 Gorillas kommen. Fragezeichen plus 3 ist gleich 17. Das wäre das gleiche wie 17 minus 3 minus die 3 Läufer ergibt die Gewichtheber. Die Gorillas, die zuerst da waren, sind die da. Egal wie du es angehst, du erhältst 14. 17 minus 3 ist gleich 14. 17 ist eine 10 und 7 Einer. Du nimmst 3 Einer von den 7 weg. 7 minus 3 ist gleich 4. 17 minus 3 ist gleich 14. Ich gebe dir noch so eine Aufgabe. Diese ist im Khan Academy Style geschrieben, damit du mal siehst, wie das so aussehen kann. Also hier steht, vor der Schule kaufte ich 13 Überraschungseier. Einige schenkte ich meiner Schwester, weil ich so nett bin. Jetzt habe ich noch 8 Eier. 8 leckere Überraschungseier. Wie viele Ü-Eier gab ich meiner Schwester? Ich hatte 13. Also damit habe ich angefangen. 13 Überraschungseier. Dann gab ich welche weg. Diese Eier gehen weg. Wir müssen also Minus rechnen. Subtrahieren. Meine Schwester bekam welche. Fragezeichen steht für die verschenkten Eier. Wie viele Ü-Eier gab ich meiner Schwester? Sie bekam welche und danach hatte ich noch 8 Eier übrig. 8 Eier gehören mir. 13 minus etwas ist gleich 8. Vielleicht weißt du schon, dass Fragezeichen hier eine 5 sein muss. 13 minus 5 ist gleich 8. Das ist toll, wenn du das schon voll in Kopf und Blut hast. Wenn nicht, dann rechnest du 13 minus 8 minus 8, um das Fragezeichen herauszubekommen. 13 minus 8 ist gleich Fragezeichen. Dann kannst du auch Folgendes denken. Wenn ich noch 8 Eier habe und einige meiner Schwester gab, dann sind die mir gebliebenen plus die verschenkten die Gesamtanzahl der Überraschungseier. 8 plus Fragezeichen ist gleich 13. Wie auch immer du es angehst, deine Schwester bekam 5 Eier von dir. Fragezeichen ist gleich 5. In der Aufgabe steht, welche Rechnungen können dir beim Lösen der Aufgabe helfen? Jetzt weißt du, dass Fragezeichen gleich 5 ist. Wäre eine Rechnung also 13 minus 5 ist gleich 8. Aufs Tablett damit. Ich schreibe hier mal eine 5 statt Fragezeichen hin. Hier oben. 13 minus 5 ist gleich 8. Das stimmt, das ist eine wahre Aussage. Das würde mir helfen. Reingefallen, nicht diese. Das ist 13 plus 5. 13 minus 5 gleich 8. Das ist, was hier steht. Und das hilft beim Lösen der Aufgabe. 13 Eier bezahlt, 5 gab ich weg, 8 bleiben mir. Wie sieht es mit dieser hier aus? 13 minus 8 ist gleich Fragezeichen, also gleich 5. Diese Option gibt es hier nicht zum Anhaken.
Und hier Fragezeichen ist gleich 5, 8 plus 5 ist gleich 13, 8 plus 5 ist gleich 13 ist auch hilfreich. 8 plus 5 ist 13, 8 gebliebene Eier plus 5 verschenkte ist gleich 13 gekaufte Eier. 13 plus 5 ist gleich 18, das ist toll, aber nicht hilfreich. 18 hat hier nichts mit der Aufgabe zu tun. Ist ja nicht so, dass meine Schwester schnell mal noch Eier gekauft hätte und wir nun zusammen 18 Eier haben. Nö, leider nicht, ich habe nur noch 8 Eier. Ich habe nicht 5 geschenkt bekommen, sondern 5 verschenkt. Deshalb subtrahierst du 5.